Hey Leute, willkommen zurück zu Emergency 4. Ja, die nächste Mission ist eigentlich schon eine ganz coole Mission, weil es gibt bei Emergency 4 neben den Deluxe-Missionen auch Auslandsmissionen, wo wir mit einer vorgefertigten Crew in ein Krisengebiet fliegen und dort halt dann die Mission probieren zu spielen, beziehungsweise alle Personen zu retten. Deswegen drücke ich mal auf Start. Und genau, jetzt haben wir hier die Möglichkeit, unsere eigene Crews zusammenzustellen, welche dann runtergehen ins Krisengebiet. Wir werden mal mit 4 Notärzten, 4 Feuerwehrleuten und ich denke, das ist eine ganz gute Kombination und brauchen noch 2 Scharfschützen. Gut, dann drücke ich mal auf Start und wir sehen das Intro. Zerstört. Mehrere Personen sind verletzt, einige davon unter Gebäudetrümmern verschüttet. Durch die Explosion ist radioaktives Material, das für den Betrieb des Reaktors der Station gelagert wurde, freigesetzt worden. Durch einen Defekt am Atomreaktor ist die Energieversorgung der Station ausgefallen. Außerdem müssen Sie mit Gefährdungen durch Eisbären rechnen. Bringen Sie alle Opfer in Rettungsfahrzeugen unter. Dekontaminieren Sie sämtliche kontaminierten Personen. Befreien Sie ein Forscherteam, das durch den Energieausfall in der Laborkuppel der Station eingeschlossen ist. So, let's go. Alles klar. Wir fangen an. Erstmal, wenn wir jetzt ein Fahrzeug besetzen. Die Feuerwehrleute werden ebenfalls aufsitzen. Unser Dekoplatz wird hier aufgebaut. Wir werden erstmal die ganzen Patienten, die in einer sehr kritischen Situation sich befinden, evakuieren. Und genau, die 2 Scharfschützen können hier schon mal hinlaufen. Und genau. Unser Behandlungsplatz wird hier ungefähr sein. Und die ganzen kontaminierten Leute werden durch uns hier vorne dekontaminiert und anschließend abtransportiert. Okay, der erste Patient ist schon mal gerettet. Dann machen wir mal weiter hier. Wir haben noch einige verschüttete Personen, die ebenfalls gesucht und gerettet werden müssen. Da liegen noch welche. Wir haben hier noch Fußspuren. Anscheinend ist hier oben noch ein verletzter Forscher. Den werden wir auch zeitnah retten. Gewittert. Zwar echt schade, das dann zu erschießen, aber. Was haben wir jetzt in Reichweite? Jetzt. So, somit haben wir die Gefahr erstmal gebannt. Okay.
Jetzt können wir uns ein bisschen weiter vorarbeiten. Wir haben eine verletzte Person schon hier wieder gefunden. Und die nächste wird ebenfalls gerettet. Sie haben alle radioaktiv verstrahlten Personen dekontaminiert. Gut gemacht. Jetzt können wir mal gucken. Da können wir weiterarbeiten. Okay, jetzt haben wir schon mal alle Patienten, die hier drohen abzustürzen, schon mal gerettet. Ein Eisbär, okay. Den müssen wir dann noch niederstrecken. So, die Kräfte können sich wieder zurückziehen. Die Rettung geht jetzt hier weiter. Wir haben hier drüben noch einen Kernreaktor, der läuft anscheinend auch noch. Genau. Da müssen wir gleich mal gucken, wie wir es am besten machen. Deswegen haben wir die Notärzte auch mal die Leute behandeln. Okay, wir haben ja schon mal einige Patienten wieder freigelegt. Okay, wir werden das ganze radioaktive Zeug mal hier drüben hinbringen, sodass wir auch mit Feuerwehrleuten ohne Schutzausrüstung in die Gefahrenstelle rankommen. Wir haben 10 Verletzte, 4 haben wir schon mal hier, beziehungsweise 5. Genau, jetzt können wir hier mal gucken. Dass wir den Kernreaktor ein bisschen frei bekommen. Okay, und dann müssen wir noch auf Vermisstensuche gehen. Weil wir haben immer noch verschüttete Personen. Ist der Zustand? Oh, von vielen ist er sehr kritisch. Okay. So, jetzt können wir mal gucken, ob wir noch verschüttete Leute finden oder sehen irgendwo. Ist noch ein Verletzter. Hier, da ist noch einer anscheinend, okay. Dann werden wir den erstmal hier drüben retten. Da war der. Den holen wir noch. Notarzt ist auch frei. Der THW Bergekran sollte ebenfalls die verletzte Person frei bekommen. Okay. Das war nicht der Plan. So, wir haben jetzt schon 3, 6, 7
7 Patienten schon behandelt. 8. Also sollten wir noch 2 Vermisste haben. Da ist noch einer, okay. 9. Und einer fehlt immer noch. Den müssen wir gleich mal suchen. Der letzte sein. Muss ich ja schon mal nachrechnen und durchzählen. Komisch, ja. Können wir Radlader irgendwas aufheben noch? Nee, auch nicht. Ist hier vielleicht noch einer? So, wir haben jetzt die 4, 8, 9, 10. Ah, sehr gut. Damit haben wir alle verletzten Personen gefunden. Und der Wegkran kann jetzt weitergehen, um hier noch Zugang zu schaffen. Ich hatte schon gedacht, wir hätten eine verletzte Person übersehen. Das ist mir immer sehr unschön, wenn man auf die Suche gehen muss. Ich werde den Hubschrauber retten. Das ist ein bisschen einfacher. Und wir tun mir den Reaktor noch freiräumen, dass wir, ich glaube, Strom entweder abschalten oder anschalten können. Ich glaube, eher anschalten wieder. Weil in der Kuppel, in der Forschungskuppel, sind noch Leute vermisst. Dafür brauchen wir aber ebenfalls einen Ingenieur. Jetzt haben wir auch Zugang. Das ist unsere Aufgabe. Nach Forscherteam der unbeschädigten Kuppel retten. Den hole ich auch noch ab. Schönes Flugzeug hier. Trans 8. Ja. Okay. So, als nächstes werden wir den Forschungsreaktor anschalten. Und dass wir anschließend hier die Kuppel betreten können. Die letzten Patienten ebenfalls abtransportieren oder Transport fertig machen. Und ja. Ich hoffe, wir werden den Ingenieur nicht kontaminieren, aber eigentlich sollten alle Gefahrenstoffe befreit, weggebracht worden sein. Dann treten wir mal die Kuppel, mal gucken, was da ist. Sie haben den Zugang zum Labor geöffnet und das Forscherteam gerettet. Gut gemacht. Sehr schön. Okay, dann den letzten 2 Patienten noch behandeln. Und wir sollten damit alle verletzten Personen behandelt und gerettet haben. Das haben Sie gut gemacht.
Es gab ja ein paar schwierige Situationen, aber sie haben immer gut reagiert. Okay, dann vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns bei der nächsten Mission.